So, hallo, willkommen wieder zurück. Wir haben gerade auch vorher gesehen im letzten Part, dass es einen Content-Nuke gab. Ist, finde ich, vielleicht gar nicht schlecht. Andererseits wieder ist zerstört dieses Devil May Cry Dasein, sag ich mal. Weil es doch nur mit den gelben Kugeln immer möglich war, ein Continue zu haben. Gibt's doch nicht. So. So, die Kugel haben wir, die Kugel haben wir. Oder? Ich kann lieber nochmal. Jo, Kugel haben wir. Der Fall ist dann nach unten wieder runtergeschossen, ne? Weiter noch! Ach du Scheiße! Na komm! So. Daher, daher! Da hoch! Nee.
Gott, ey. Mal versuchen zum Helikopter zu locken, aber nicht schon wieder. Der hat mir irgendwie zu viel Leben. Energie hier. Komm, ey. Die meisten schaden allein durch seine Scheine, durch seine scheiße Rotor. Komm. Ach Gott, komm die letzten paar. Aber jetzt. Ja, wie schön er direkt auf uns drauf fällt. Ey, jetzt so gefailt bei dem Helikopter, das gibt's doch nicht. So, next mission. Mission 6.
Glieder gen Himmel, Eingeweide, die die Dunkelheit spiegeln, und der Name Turm des Unheils. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 6, Artikel 2. Power up, Swords, 10.000, yes. Mission Start. Start. So, Equip File. Und zwar Weapon. No. Action. Ach so, okay. Devil Trigger, Rainstorm. Stinger, High Time, Wall Hike, bla bla bla. Okay, was Neues kam nicht dazu. Nee, komm, sind auch noch die gleichen geblieben. Oh. Ja, und somit geht es hier von Infos zu Infos. Whoa!
Ah, fuck. Endlich. Turm des Unheils. Kurz geglaubt, er schon wieder. Stadt der Sünde. Nun ja. Also ich muss sagen, jetzt da spiele ich knapp ein bisschen weniger als 1,5 Stunden. Es macht doch schon Spaß. Also es macht doch auch schon durchaus Spaß. Nicht, dass ich erwartet habe, dass es keinen Spaß macht. Aber ich habe das Spiel anders in Erinnerung gehabt, sag mal so. Ja. Unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Und freue mich aufs nächste Mal mit euch, wenn es wieder heißt Let's Play Devil May Cry Teil 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.